Ja, herzlich willkommen von meiner Seite auch. Ich freue mich, dass Sie wieder so viel, zahlreich hier hingekommen sind. Ich werde mich heute auf die Rolle des Moderators tatsächlich beschränken. Das heißt, ich werde nicht nochmal in die Vortragsreihe generell einführen, deren dritte Etappe wir heute hier begehen. Es handelt sich um eine Vortragsreihe zum Thema Demokratie und Wahrheit. Und das Stichwort differenzierte Betrachtung ist, glaube ich, genau das Richtige, um den heutigen Vortrag einzuleiten. Nicht, wenn wir von Demokratie und Wahrheit reden, haben wir es mit einem komplizierten, einem dialektischen Verhältnis zu tun, sicher einem Verhältnis, das durch zwei Pole bestimmt ist, nämlich dadurch, dass es keine Demokratie ohne Wahrheitsanspruch gibt, aber dass es auch keine Demokratie gibt, dort, wo der Wahrheitsanspruch monopolisiert oder einseitig besetzt wird, sodass Demokratie und Wahrheit immer in einem komplexen Verhältnis stehen. Und wir hoffen uns Aufklärung über dieses komplexe Verhältnis heute Abend von Herrn Vogelmann. Frieder Vogelmann, den ich Ihnen ganz kurz vorstellen darf, ist wie auch der erste Vortragende in dieser Reihe und wie der nächste Vortrag in dieser Reihe ein Frankfurter. Das heißt nicht, dass er immer schon in Frankfurt war, aber dass er in Frankfurt eine entscheidende Etappe seiner akademischen Ausbildung absolviert hat. Er hat hier in Frankfurt seine Dissertation verfasst und verteidigt. Das war im Jahr 2012 und 2013 und ist seitdem an der Universität Bremen tätig. Die Dissertation trägt den Titel Im Bann der Verantwortung, ein sehr empfehlenswertes Buch, das inzwischen auch auf Englisch vorliegt, wenn Sie das lieber lesen als Deutsch. Und diese Dissertation zeigt Herrn Vogelmann als ein Philosoph, das ist er, jetzt habe ich fast gesagt, aber ein Philosoph, ich wollte sagen, und ein Philosoph, der in der Gegenwart lebt. Das heißt, ein Philosoph, der sich nicht im Wesentlichen mit der Geschichte der Philosophie beschäftigt, sondern in der guten Tradition von Michel Foucault, dem er auch ein Buch gewidmet hat, versucht, die Philosophie gegenwartsdiagnostisch, gegenwartskritisch in Stellung zu bringen. Und aus dieser Perspektive wird er heute, denke ich, erwarte ich, etwas zu dem komplexen Verhältnis von Demokratie und Wahrheit sagen. Der Titel, wie Sie wissen, das sehen Sie auch da oben und auch schon ein illustrierendes Bild, lautet Mit Unwahrheit kämpfen zur Aktualität der Vernunftkritik. Also herzlich willkommen, Herr Vogelmann, wir freuen uns auf den Vortrag. Ja, ganz schönen Dank für die freundlichen Worte der Einführung, überhaupt für die Einladung hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bin gespannt, ob ich Aufklärung tatsächlich erreichen kann, aber vielleicht ein bisschen Klärung reicht ja auch schon mal für einen Abend. Ich starte mit zwei praktischen Anmerkungen. Das eine ist zu dieser Präsentation. Die ist nicht so wichtig, wie der Eindruck vielleicht dieser großen Leinwand sie macht. Und wenn Sie nicht alles lesen können, weil es mit dieser Farbe offensichtlich immer Schwierigkeiten gibt, das macht nichts. Worauf es eigentlich ankommt, ist natürlich das, was ich Ihnen erzählen will. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich hoffe, nicht zu philosophisch in dem Sinne vorzugehen, dass ich zwar schon einen steilen Gang in die Abstraktion mit Ihnen vorhabe, aber eigentlich diese Abstraktion innerhalb des empirischen Materials der gegenwärtigen Politik versuche zu situieren und dazu auch zurückkommen werde. Sie können dann am Ende sagen, ob das gelungen ist oder nicht. Und damit bin ich schon fast beim Einstieg, aber ich möchte mit einem kleinen Umweg einsteigen, nämlich mit einem Zitat von Friedrich Engels, der heute, also exakt heute, seinen 198. Geburtstag hätte. Die großen Männer, die in Frankreich die Köpfe für die kommende Revolution klären, traten selbst äußerst revolutionär auf. Sie erkannten keine andere Autorität an, welcher Art sie auch sei. Religion, Naturanschauung, Gesellschaft, Staatsordnung, alles wurde der schonungslosesten Kritik unterworfen. Alles sollte seine Existenz vor dem Richtstuhl der Vernunft rechtfertigen oder auf die Existenz verzichten. Alle bisherigen Gesellschafts- und Staatsformen, alle überlieferten Vorstellungen wurden als unvernünftig in die Rumpelkammer geworfen. Die Welt hatte sich bisher lediglich von Vorurteilen leiten lassen. Alles Vergangene verdiente nur Mitleid und Verachtung. Jetzt erst brach das Tageslicht an. Von nun an sollte der Aberglaube, das Unrecht, das Privilegium und die Unterdrückung verdrängt werden durch die ewige Wahrheit, die ewige Gerechtigkeit und die in der Natur begründete Gleichheit und die unveränderlichen Menschenrechte. Wir wissen jetzt,
dass dieses Reich der Vernunft nichts weiter war als das idealisierte Reich der Bourgeoisie. Engels Vernunftkritik setzt die geschichtliche Gebundenheit des Denkens gegen die Verkündigung ewiger Wahrheiten, in der sich doch immer nur das Interesse der herrschenden Klasse sedimentieren. Diese Form der Vernunftkritik erscheint uns, und ich glaube zu Recht, heute nicht mehr ausreichend. Zu unreflektiert verbindet er die Historisierung von Wahrheiten einerseits mit der Verkündung nicht-historischer Wahrheiten andererseits, und zu grobschlächtig hantiert diese Art Vernunftkritik mit der Unterstellung vermeintlich objektiver Interessen. Doch auch die anderen Wellen, die späteren Wellen der Vernunftkritik, die sich vielleicht mit Namen wie Friedrich Nietzsche, Theodor W. Adorno und Max Horkheimer oder eben auch Michel Foucault, aber natürlich auch mit Lou Andreas Salomé, mit Hannah Arendt, mit Simone de Beauvoir oder Luce Rigaret verbinden lassen. All diese Vernunftkritiken sind derzeit unter Gegenfeuer, wie lange nicht mehr. Es sei doch gerade die Postmoderne und ihre Abscheu vor Wahrheit gewesen, die dem postfaktischen Zeitalter den Weg bereitet habe, dessen strahlendster Repräsentant der republikanische US-Präsident sei. Ich möchte diese Zeitdiagnose, also dass wir in einem postfaktischen Zeitalter leben, zum Ausgangspunkt machen, um trotz dieser Diagnose, für die Notwendigkeit von Vernunftkritik zu argumentieren. Selbst wenn wir nicht mehr so ungestüm wie Engels oder Marx einfach die Klasseninteressen in der vermeintlich universellen Wahrheit demaskieren können. Selbst wenn wir nicht mehr wie Nietzsche die Wahrheit umstandslos als hartgesottene Falschheit entlarven können. Selbst wenn wir nicht länger mit Adorno und Horkheimer, die alles in ihren tödlichen Glanz tauchende instrumentelle Vernunft oder mit Foucault die verborgene Gewalt anonymer Diskurse einfach darin aufdecken können, ja, selbst unter diesen erschwerten Bedingungen brauchen wir nach wie vor und wie eh und je Vernunftkritik. Das ist jedenfalls die These, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Das könnte man jetzt auf ganz verschiedene Weise tun, streng akademisch, indem man all die genannten nochmal aufsucht und guckt, was lässt sich retten und was nicht. Das tue ich heute nicht. Ich möchte stattdessen aus dieser Diagnose des postfaktischen Zeitalters und den Kämpfen, in denen diese Diagnose eine Rolle spielt, also wissenschaftlichen, politischen und medialen Kämpfen, aus dieser Gemengelage heraus möchte ich Ihnen die Notwendigkeit von Vernunftkritik entwickeln. Das hat für mich den Vorteil, dass wir eine zweite Seite der Medaille zugleich immer im Blick behalten können, nämlich, dass eine Kritik der Kritik immer aufpassen muss, mit wem sie sich unversehens gemein macht. Es kann ja nicht sein, dass wir in der Kritik dieser Diagnose plötzlich dazu übergehen, das vor Kritik zu bewahren, was tatsächlich kritikwürdig ist und was diese Diagnose eigentlich treffen will. Und das sind, glaube ich, die beiden Seiten, die in dem gesamten Vortrag immer wieder so ein leichtes Hin und Her ergeben werden. Das kann man großzügigerweise dialektisch nennen. Ich gehe so vor, und Sie sehen schon, dass immer das Wichtige wird ausgeblendet. Ich gehe so vor, dass ich Ihnen zunächst diese Diagnose genauer erläutere und ein paar Zweifel daran anmelde. Zweifel, die sehr, sehr einfach zu haben sind. Weil sie so einfach sind, werde ich in einem zweiten Schritt fragen, warum die Diagnose trotzdem vertreten wird. Und meine Antwort wird ungefähr lauten, weil sie nützlich ist, weil sie in einer Reihe von Kämpfen nützlich ist. Aus der Beschreibung dieser Kämpfe werde ich dann versuchen, im dritten Schritt die Notwendigkeit von Vernunftkritik zu begründen. Also, was ist eigentlich diese Diagnose postfaktisches Zeitalter? Ich meine, ich gehe davon aus, dass die allen vage vertraut ist. Ja, vertraut, weil das Wort postfaktisch nun wirklich überall ertönt und zum Wort des Jahres sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch 2016 gewählt wurde. Die Diagnose ist allerdings vage, weil sie uns immer verschweigt, was jede Zeitdiagnose eigentlich liefern müsste. Nämlich erstens, was ist überhaupt dieses Neue, was da diagnostiziert wird? Zweitens, welches Kriterium erlaubt uns, dieses Neue zu datieren, also zu sagen, ab wann es denn in der Welt ist? Und drittens, warum eigentlich ist das ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und nicht eine Frage von einzelnen kleinen Bereichen der Gesellschaft? Das, wie gesagt, hören wir nicht in diesen Diagnosen. Was wir stattdessen bekommen, sind Beispiele, an denen diese Diagnose plausibel gemacht werden soll und die Sie vermutlich alle kennen. Das ist jetzt nicht originell. Das erste Beispiel ist die Aussage des US
Präsidenten Donald Trump. Bei seiner Amtseinführung hätten 1,5 Millionen Menschen beigewohnt, die sich, Zitat, auf dem ganzen Platz bis hinunter zum Washington Monument gedrängt hätten. Naja, so ganz stimmt das wohl nicht. Aber konfrontiert mit genau diesen Bildern, sagte Sean Spicer dann, es war das größte Publikum, das jemals auf einer Amtseinführung war, punktum. Okay, und die, um noch einen draufzusetzen, Trumps Beraterin Kellyanne Conway, auch das kennen Sie, sprach dann von den alternativen Fakten, die das Weiße Haus dem, wie soll man sagen, normalen Fakten der Presse entgegenhalten würde. In dieser Episode aus dem Weißen Haus sehen wir also, so scheint es, eine Politik, die an Wahrheit nicht interessiert ist, eine postfaktische Politik. Aber um jetzt daraus das postfaktische Zeitalter zu machen, müsste man doch sich kurz fragen, wann hat dieses postfaktische Zeitalter eigentlich begonnen? Schon mit der Erfindung mobiler Massenvernichtungswaffen durch die US-Regierung von George W. Bush, um den Zweiten Irakkrieg zu rechtfertigen? Oder mit den Lügen, die durch die Publikation der Pentagon Papers 71 aufgedeckt wurde? Oder, um nach Deutschland zu springen, mit dem NS-Propaganda-Apparat? Historisch ist es vielleicht nicht so einfach. Das zweite Beispiel kennen Sie auch, das spielt in Europa, nämlich beim Brexit, wo die Brexiteers versprachen, man könne pro Woche 350 Millionen britische Pfund an den NHS, also das englische Gesundheitssystem, überweisen, wenn man denn aus der Europäischen Union aussteige. Direkt am Morgen, 8 Uhr des nächsten Morgens, als das Referendum gewonnen wurde, ruderte Nigel Farage, einer der führenden Köpfe dieser Kampagne, zurück. Nein, nein, das habe man so nie versprochen. Und wenn das jemand versprochen habe, nämlich vielleicht diese Kampagne, sei das ein schwerer Fehler gewesen. Also, was haben wir hier? Ein Fall postfaktischer Politik, der in Unwahrheit offenbar wird, sobald sie zur Umsetzung ihrer Versprechen schreiten muss, oder doch das alltägliche Phänomen eines gebrochenen Wahlkampfversprechens, das wir eigentlich schon länger kennen. Das dritte Beispiel betrifft genau die Institution, die mit der Produktion von Wahrheiten beauftragt ist, nämlich die Universität. Sie wird, so lesen wir, seit einigen Jahren von einer linken Hegemonie beherrscht, die Andersdenkende einschüchtert, boykottiert und mit digitalen Schamkampagnen zermürbt. Dazu bedient sie sich einer wachsenden Reihe von Sprach- und Denkverboten, die unter dem Begriff Political Correctness gefasst werden. Es scheint allerdings ziemlich unmöglich, diese linke Hegemonie empirisch festzumachen. Macht aber nichts. Trotzdem berichten zahlreiche Medien, insbesondere Qualitätsmedien aus Hamburg, gerne in dramatischen Berichten über die Political Correctness. Und der vielgerühmte Faktencheck darf hier offensichtlich entfallen. Haben wir hier also sowas wie eine postfaktische Berichterstattung? Oder haben wir hier einfach einen Meinungsstreit darüber, was derzeit an den Universitäten und in der Gesellschaft im Weiteren so vor sich geht und das sozusagen wird in Deutungskämpfen artikuliert? Sie sehen, man kann verschiedene Zweifel an dieser Diagnose schon in den ersten 5 Minuten hegen. Man kann historische Zweifel hegen, weil eben ganz unklar ist, wann eigentlich dieses Zeitalter der Wahrheit geherrscht hätte. Das ist verknüpft mit konzeptuellen Zweifeln, weil wir eben nie ein klares Kriterium dafür kriegen, was eigentlich postfaktische Aussagen auszeichnet, im Gegensatz zu, sagen wir mal, politischen Lügen, Propaganda, Ideologie und was nicht alles. Daran anschließend bildet sich ein dritter Zweifel, und das ist ein erkenntnistheoretischer Zweifel, denn wer postfaktisch sagt, der muss ja für sich die Wahrheit reklamieren, die er anderen abspricht. Nur so kann er wissen, dass die anderen diese Wahrheit ignorieren. Statt jetzt aber Rechtfertigungen zu hören, warum man selbst über die Wahrheit verfügt, hören wir in den meisten dieser Diagnosen nur Appelle, man solle doch endlich mal wieder der Wissenschaft vertrauen. Nun bin ich gar nicht dagegen, der Wissenschaft zu vertrauen. Die Frage ist halt, welcher Wissenschaft soll man eigentlich trauen? Trauen Sie den Wirtschaftswissenschaften oder der Soziologie? Und was machen Sie, wenn Sie sich widersprechen? Also, Sie sehen, ganz so einfach ist das mit dieser Diagnose nicht. Die Frage, die sich deswegen stellt, ist, warum, wenn die Zweifel so auf der Hand liegen, und ich nehme an, dass die für eigentlich die meisten von uns, wenn nicht alle, auf der Hand liegen, warum wird diese Diagnose dennoch vertreten? Die These, die ich Ihnen im Folgenden präsentieren werde, ist, dass sie in einer Reihe von Kämpfen nützlich ist, also diese Diagnose ist nützlich. Diese Kämpfe finden auf verschiedenen Schauplätzen statt,
in der Politik, in der Wissenschaft und in den Medien. Und mit Hilfe der Diagnose eines postfaktischen Zeitalters versucht darin eine Seite die Deutungshoheit zu gewinnen und sie bemüht sich zugleich, sozusagen Allianzen über diese Kämpfe hinweg zu bilden. Der folgende Durchgang durch diese Kämpfe soll allerdings für mich auch eine zweite These plausibel machen. Zwar ist die in einer Reihe politischer, wissenschaftlicher und medialer Auseinandersetzungen nützliche Diagnose eines postfaktischen Zeitalters wie gesehen fragwürdig, doch ihre bloße Umkehrung ist ebenfalls problematisch. Denn als Kritik der Kritik, also als Kritik der ja an sich schon kritisch gemeinten Diagnose eines postfaktischen Zeitalters, läuft die Gefahr, sich mit jenen gemein zu machen, die zu kritisieren wir durchaus Grund haben. Welche politischen Kämpfe, um damit anzufangen, meine ich? Zwei Beispiele habe ich schon mit Trump und Brexit indirekt angesprochen. Vielleicht können wir die allgemeine Konfliktlage ganz vorsichtig so beschreiben, dass sich die kritische Diagnose eines postfaktischen Zeitalters gegen die Vertreterinnen von Politiken richtet, die den Nationalstaaten auf Kosten der gemeinsamen Weltordnung wieder zu mehr Souveränität verhelfen wollen und die dazu in Kauf nehmen oder sogar explizit dafür werben, die Gleichberechtigung von Minderheiten oder von lange benachteiligten Gruppen zu opfern. Aber diese Beschreibung wird sofort umstritten sein, weil nicht einmal klar ist, was eigentlich die gemeinsame Weltordnung sind. Während die einen darunter die Institutionen verstehen, die weltweit Frieden sichern sollen, die Demokratie fördern sollen und die Wohlstand mehren sollen, verstehen die anderen darunter die Institutionen einer globalen Neoliberalisierung, die vor allem Ausbeutung verschärft haben, die Dominanz des Kapitalismus unter dem Kaufnahme kriegerischer Akte ausgebaut haben und die eine Oligarchie globaler, liberaler Eliten installiert haben. Vor diesem Hintergrund, sozusagen, dass schon die gemeinsame Frontlinie umstritten ist, lohnt es sich nochmal auf genaue Wortlaute dieser Diagnose zu gucken. Hier von der Gesellschaft für deutsche Sprache aus der Pressemitteilung, als sie das Wort postfaktisch zum Wort des Jahres 2016 erklärt haben. Immer größere Bevölkerungsschichten, so das Zitat, immer größere Bevölkerungsschichten sind in ihrem Widerwillen gegen die da oben bereit, Tatsachen zu ignorieren und sogar offensichtliche Lügen bereitwillig zu akzeptieren. Nicht der Anspruch auf Wahrheit, sondern das Aussprechen der gefühlten Wahrheit führt im postfaktischen Zeitalter zum Erfolg. Der Subtext dieser Sätze ist, glaube ich, nicht zu überhören. Ich würde ihn ungefähr so zusammenfassen. Die da unten sind plötzlich nicht mehr zufrieden mit dem ihnen zugewiesenen sozialen Ort und erdreisten sich in ihrem Protest auch noch, sich nicht an den Wahrheiten derjenigen zu orientieren, die ihnen diesen Platz zugewiesen haben. Mit anderen Worten, es fällt schwer, in diesen Äußerungen keinen Klassenkampf von oben zu hören. Fast könnte man auf die Idee verfallen, es sei nur folgerichtig, dass nach den Jahrzehnten, in denen die politischen Eliten den Sozialstand geschrumpft, die Durchlässigkeit der Bildungsinstitutionen zurückgefahren, sowie Ungleichheit legitimiert haben und die dabei von der medialen Elite fleißig angetrieben und beklatscht wurden, als sei nach all diesen Maßnahmen es den Betroffenen durchaus schwierig, jetzt noch den von oben verkündeten Wahrheiten zu vertrauen, die ja doch nur immer eines bedeuten, nämlich, ihr seid zu faul, zu gierig und zu undankbar. Deswegen dreht Wolfgang Streeck den Spieß um und datiert das postfaktische Zeitalter auf den Beginn der sogenannten neoliberalen Revolution. Neu sei nicht, dass in der Politik gelogen werde, neu sei die Art der Lüge, nämlich die Expertenlüge, einige Beispiele, die er nennt, sind: Steuersenkungen führen zu mehr Steuereinnahmen, der europäische Binnenmarkt bringt für alle Wohlstandswachstum oder wir können die Blasenbildung an Finanzmärkten gut beherrschen. Angesichts dieser Narrative, wie er das nennt, müsse man die gegenwärtige Besorgnis über das postfaktische Zeitalter als heuchlerisch bezeichnen, ertöne der Ruf nach Wahrheit doch erst, seit die eigenen Lügen zusammengebrochen sind. Mit anderen Worten, Streecks Gegendiagnose richtet sich vor allem gegen die moralisierende Abwertung derjenigen, die als Populisten oder von Populisten Verführten beschimpft werden und denen jener Mangel an Respekt vor der Wahrheit vorgeworfen wird, der für das postfaktische Zeitalter kennzeichnend sein soll. Unglücklicherweise greift diese Umkehrstrategie dort zu kurz, wo eine Kritik derjenigen gefordert wäre, die lautstark ja nicht nur nach Schutz vor der
nach nationaler Protektion gegen die Globalisierung, sondern eben auch gegen Flüchtlinge und Migranten schreien. Den grassierenden Rassismus verbrennt Streeck in seinen neuesten Aufsätzen, Zitat, als kulturelle Symbolik. Darin wird vielleicht die Gefahr einer Kritik der Kritik erkennbar. So richtig nämlich Streecks polemische Bloßstellung der mit dem Kampfbegriff postfaktisch die Wahrheit für sich reklamierenden politischen Eliten ist, so unzureichend bleibt diese bloße Umkehrung des Wahrheitsanspruchs. Zu diesem politischen Kampf gesellt sich der wissenschaftliche. Auch hier scheint es erstmal klar zu sein, dass Wissenschaftler aller Arten gar nicht anders können, als auf die Straße zu gehen, wenn sie permanent aus dem Weißen Haus angegriffen werden. Folgerichtig haben wir dann so Sachen wie den Science March, auch hier in Frankfurt. Doch auf den zweiten Blick zeigt sich, dass hier für eine ganz besondere Art von Wissenschaft gekämpft wird und dass die Gegner eben nicht nur im Weißen Haus, sondern auch in den Wissenschaften selbst stecken, nämlich all diejenigen, die mit kritischen Ansätzen in der Wissenschaft unterwegs sind. Wir erleben also die energische Vorwärtsverteidigung eines neuen Positivismus, der gegen die postfaktischen Wahrheitsverleugner jene guten alten Tatsachen ins Feld führt, die jedem Streit ein Ende bereiten. Sie müssen nicht nur vor den Vertreterinnen von postfaktischen alternativen Tatsachen geschützt werden, sondern vor allem auch vor einer anscheinend grassierenden Wirklichkeitsverleugnung, die die Postmoderne salonfähig, ja sogar hegemonial gemacht hätte. Abermals lohnt es sich, auf ein Zitat noch mal näher einzugehen. Das ist jetzt aus der New York Times von Casey Williams. Jahrzehntelang haben wir kritischen Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen Stück für Stück die Idee der Wahrheit untergraben. Wir haben Fakten, die konnten... Ein bisschen langsamer. Ja. Wenn es nur mein Interesse ist, dann können Sie so weitersprechen, aber vielleicht ist es für ein paar andere auch noch nicht. Ich versuche es und Sie erinnern mich nochmal. Ja, gerne. Also, jahrzehntelang haben wir kritischen Sozial- und Geisteswissenschaftlerinnen Stück für Stück die Idee der Wahrheit untergraben. Wir haben Fakten dekonstruiert, darauf beharrt, dass Wissen situiert ist und die Existenz von Objektivität geleugnet. Der Grundsatz kritischer Theorie, der auf Kant zurückgeht, ist einfach. Wir können niemals gesichertes Wissen der gesamten Welt haben. Zu behaupten, die Wahrheit zu wissen, ist daher eine Weise, Macht auszuüben. Das ist eine originale Kant-Lektüre übrigens. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Relativismus, Konstruktivismus, Dekonstruktivismus, Postmodernismus, Kritik. Die Idee ist stets dieselbe. Wahrheit wird nicht entdeckt, sondern produziert. Und Wahrheit zu produzieren bedeutet, Macht auszuüben. Die reduzierte Version ist einfacher und zugleich leichter zu missbrauchen. Fakten sind Fiktionen, anything goes. Es ist diese Version kritischer Sozialtheorie, die von den Rechtspopulisten gekapert wurde und die Trump in eine mächtige Waffe verwandelt hat. Ich glaube, ich habe das so lange vorgelesen, weil ich glaube, dass dieses Argument unglaublich populär ist und gleichzeitig unheimlich falsch. Man könnte jetzt schon empirisch mal nachfragen, was an dem Argument dran ist, und dann stößt man auf Befunde, die zumindest für die westlichen Industrienationen zeigen, dass seit den 70er Jahren das Vertrauen in die Wissenschaft nirgendwo zurückgegangen ist, mit der Ausnahme von zwei Gruppen, nämlich extrem konservativen und regelmäßigen Kirchgängern, also exakt die, die Foucault lesen vermutlich. Okay, aber lassen wir mal die Empirie beiseite, das ist ja immer so ein bisschen hässlich. Es gibt auch ein begriffliches Argument dagegen, das werde ich jetzt nur andeuten, aber ich glaube, man kann sozusagen auf diese Weise die Postmoderne nur angreifen, wenn man drei Schritte geht, die sich, sobald man sie mal offensichtlich macht, von selber widerlegen. Das sind zwei Reduktionen und eine Hinzufügung. Die erste Reduktion ist natürlich, dass man die Postmoderne erstmal so auf eine Position bringen muss, ja, ungeachtet der unheimlichen Vielfalt von Positionen, die alle was ganz Verschiedenes über den Zusammenhang von Wahrheit und Macht sagen wollten. Aber okay, nehmen wir mal an, wir könnten also diese erste Reduktion einigermaßen charitable durchführen und kommen auf so eine Art gemeinsame Position, wie Wahrheit ist historisch und sozial konstruiert und deswegen mit Machtausübung verbunden. Die zweite Reduktion dampft jetzt diese gemeinsame Aussage ein, ungefähr auf den Satz, Wahrheit ist Macht. Und jetzt fügen Sie noch was hinzu, nämlich den Zusatz, Wahrheit ist Macht, deswegen ist alle Wahrheit gleichgültig und deswegen ist Wahrheit gleichgültig. Voilà, in drei Schritten haben Sie die gesamte Postmoderne verdammt. Okay, also so richtig überzeugend finde ich das Argument weder begrifflich noch empirisch. Aber so ganz geht es mir auch nicht um eine Verteidigung der Postmoderne.
Vielmehr finde ich beunruhigend, dass sich diese Diagnose eines postfaktischen Zeitalters so dezidiert gegen jede Form kritischer Ansätze in den Wissenschaften richtet und sie prangert damit einmal mehr an, dass diese unwissenschaftlich seien und setzt dafür Wissenschaftlichkeit mit einem relativ naiven Positivismus gleich. Sprich, alle Ansätze, die die Ideologie einer einheitlichen Wissenschaft und ihrer linearen Fortschrittsgeschichte kritisieren, werden von der Diagnose des postfaktischen Zeitalters weggewischt. Damit muss man zugleich so ziemlich alles wegwischen, was die Wissenschaft in den letzten 50, 60 Jahren über die Wissenschaft selbst herausgefunden hat. Und ich behaupte nicht, dass all das nicht zu debattieren wäre. Ich glaube nur, dass die autoritäre Geste, das einfach für bedeutungslos zu erklären, tatsächlich ein Problem ist. Daraus folgt nun leider wiederum nicht, dass die Umkehrstrategie eine gute Idee wäre. Und das kann man am besten bei Steve Fuller in seinem neuen Buch mit dem originellen Titel Post-Truth lernen. Fuller ist der Meinung, dass wir tatsächlich im postfaktischen Zeitalter leben und dass das eine gute Sache ist, die wir affirmieren sollten. Postfaktisch heißt für ihn, dass endlich die alten Hierarchien im Wissen und die Expertenherrschaft, ja überhaupt der Glaube an Experten, zusammengebrochen sei. Es wäre also eine Art Demokratisierung des Wissens. Die Utopie der postfaktischen Gesellschaft beinhaltet Fuller zufolge also die vollständige Demokratisierung von richtig und falsch, die Unmöglichkeit, sich auf früheren epistemischen Erfolgen auszuruhen und den fortwährenden Zwang, nur noch solches Wissen jeweils neu zu schaffen, das auch produktiv, also nützlich direkt ist. Bewusst provokant bejaht Fuller also alle Vorwürfe, die gegen die Vertreterinnen des postfaktischen Zeitalters erhoben werden, und sieht darin die Vollendung des Projekts der Demokratisierung des Wissens. Damit stellt er sich nicht nur epistemisch an die Seiten von Anti-Intellektualisten wie Donald Trump oder Michael Gove aus Großbritannien. Er verteidigt zudem den militärisch-industriellen Komplex als das beste Modell, wie brauchbares Wissen erzeugt werden sollte, und fordert die Universitäten auf, die feudalen Strukturen der Wissenspraktiken durch energische Vermarktlichung zu zerschlagen. Vielleicht ist das eindeutigste Beispiel dafür, wie schnell eine Kritik der Kritik offen sozusagen Militarismus affirmieren kann und dafür ebenso eintritt wie für die ungezügelte Herrschaft von Nutzenorientierung und Machtgängigkeit in den Wissenschaften. Dass Fuller glaubt, die derzeitige Misere der Wissenschaften, wenn es sie denn gibt, dass die derzeitige Misere der Wissenschaften die Ursache in unzureichendem Druck zur Verwertbarkeit habe, hält zumindest empirischen Untersuchungen von Universitäten und den gewandelten Wissensproduktionen nicht stand. Solche Diagnosen, die eine Ökonomisierung der Wissenschaft belegen, machen zudem deutlich, wie wenig sich daraus die von Fuller erhoffte Gleichheit oder der Abbau von Privilegien ergibt. Provokant mag also Fullers Buch sein, sonderlich erhellend ist die Provokation nicht. Der dritte Kampf ist der in und um die Medien. Auch hier kann man erstmal ganz grob sagen, die wichtigste Frontlinie verläuft zwischen den gar nicht mehr so neuen sozialen Medien und den traditionellen Medien. Grob gesagt also zwischen Facebook, Twitter und YouTube auf der einen Seite und den Printmedien sowie den öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten auf der anderen. Für viele von denjenigen, die die traditionellen Medien verteidigen, ist das postfaktische Zeitalter schlicht ein Produkt dieser neuen sozialen Medien. Systematisch hat das etwa Jason Hannon vorgetragen, das lese ich Ihnen jetzt nicht komplett vor, aber der Inhalt ist ungefähr der: Wenn wir verstehen wollen, wie das postfaktische Zeitalter zustande gekommen ist, dann müssen wir uns diese neuen Medien angucken und würden dort sehen, dass zum Beispiel auf Twitter oder Facebook Wahrheit einfach durch den sozialen Aspekt der Zustimmung generiert wird. Gemäß der Diagnose des postfaktischen Zeitalters kämpfen die traditionellen Medien also um Form und Funktion des Journalismus als Standard für öffentliche Kommunikation. Den Gerüchten, Fake News und algorithmisch abgedichteten Echokammern auf der einen Seite setzen sie faktenbasierte Recherchen, sorgfältige Quellenprüfungen und Informationen für die allgemeine Öffentlichkeit gegenüber. Die Diagnose des postfaktischen Zeitalters ist im medialen Kampf demnach nützlich,
weil sie den traditionellen Medien erlaubt, die neuen sozialen Medien als Konkurrenten in ein denkbar schlechtes Licht zu rücken. Dass etwas mit diesem Bild nicht ganz stimmt, dürfte auch offensichtlich sein. Weder zeichnen sich die Printmedien des Springer Verlages durch faktenbasierte Recherchen aus, noch FAZ, SZ oder Zeit durch ihre medienübergreifende Leserschaft. Und aus historischer Perspektive, das hat Ihnen Ute Daniel kürzlich erzählt, ist es gar nicht so eindeutig, dass die Fragmentierung von Medien ein neues Phänomen ist. Ganz im Gegenteil, waren politische Zeitungen Anfang des 20. Jahrhunderts dezidiert darauf ausgerichtet, nur zu Gleichgesinnten zu sprechen. Abermals folgt daraus nicht, Sie ahnen es, dass die Umkehrstrategie wirklich funktionieren würde, zu sagen, das postfaktische Zeitalter hat einfach nichts mit den neuen Medien zu tun. Ehrlich gesagt habe ich auch niemanden gefunden, der das versucht zu vertreten. Stattdessen habe ich Ihnen hier jemanden mitgebracht, der vielleicht einen Schritt aus sozusagen dieser unseligen Gegenüberstellung rausweist. Nämlich Des Friedman, der darauf aufmerksam macht, dass es eigentlich um die politische Ökonomie der Medien in diesen Kämpfen geht. Weder um Qualität von Journalismus noch sonst irgendwas. Wenn man das als politische Ökonomie bezeichnet, dann deswegen, weil wir nicht vergessen sollten, wer den Rahmen setzt, innerhalb dessen sich die verschiedenen Geschäftsmodelle gegenüberstehen. Was Facebook, Twitter und YouTube in dieser Hinsicht auszeichnet und weswegen es von Anfang an naiv wäre, die einfach aus der Verantwortung zu verlassen, ist vor allem, dass sie nicht als Medienkonzerne, sondern als sogenannte Intermediäre agieren und daher frei von allen entsprechenden Verpflichtungen sind, etwa Richtigstellungen zu veröffentlichen. Und das ist ungefähr auch die Pointe des Zitats, wo Des Friedman gegen die Politiker wettert, die immer noch glauben, dass Regulation was inhärent Schlechtes wäre. Also, sicherlich haben die neuen sozialen Medien Anteil daran, dass Unwahrheit in der Politik schneller und weiter verbreitet wird. Doch weder lässt sich das postfaktische Zeitalter auf sie zurückführen, noch hilft es für technische Lösungen wie einen automatisierten Faktencheck zu kämpfen. So, wo stehen wir nach diesem Durchgang durch die drei Kämpfe? Zwei Behauptungen sind hoffentlich plausibel geworden. Erstens liefert die Beschreibung der Kämpfe gute Gründe dafür, die Diagnose eines postfaktischen Zeitalters nicht nur als historisch, konzeptuell und epistemologisch zweifelhaft zu beurteilen, sondern darüber hinaus aus demokratischer Perspektive als problematisch. Insbesondere in den politischen und wissenschaftlichen Kämpfen zeigt sich ihr autoritärer Charakter, wenn sie versucht, den Klassenkampf von oben mit dem neuen Positivismus zu einer politisch-wissenschaftlichen Einheitsfront zusammenzuschweißen. Die Diagnose verdammt nicht nur kritische Theorien in den Wissenschaften als wahrheitsscheu, die sich der Ideologie der einen wissenschaftlichen Methode und dem linearen Fortschrittsglauben entgegenstellen. Sie erstickt genauso autoritär den Protest all derjenigen, die in der neoliberalen Weltordnung ohnehin mit den Füßen getreten werden, indem es ihre Stimme zu nicht mehr an der Wahrheit interessierten Protestgeheul degradiert. Die Zeitdiagnose postfaktisch ist demnach zweifelhaft und autoritär, sowohl in ihrer epistemischen als auch in ihrer politischen Dimension. Allerdings liefert die Beschreibung der Kämpfe zweitens anschauliche Belege dafür, dass diese politische und epistemische Falschheit der Diagnose nicht per Umkehrung korrigiert werden kann. Die bloße Denunziation von Wahrheit und Objektivität sowie die in den skizzierten Kämpfen damit überraschend oft einhergehende Inkaufnahme oder gezielte Ignoranz von rassistisch und sexistisch grundiertem Protest sind so wenig zu verteidigen wie ihre vernünftigen Widersacherinnen. Bei der Wahl zwischen der autoritären Stimme der Vernunft und der nicht minder autoritären Stimme des Zorns gibt es nur falsche Entscheidungen. Und zwar sowohl politisch als auch epistemisch. Deswegen brauchen wir, das hatte ich bereits am Anfang eingedeutet, eine emanzipatorische Vernunftkritik. Nun ist Vernunftkritik ein ziemlich unübersichtliches und verwickeltes Geschäft und ich werde hier nur sehr grob vorgehen, indem ich zwei Stränge verschiedener Formen der Vernunftkritik ganz grob unterscheiden möchte. Mein Kriterium dafür ist die Frage, kann Vernunft insgesamt kritisiert werden? Und das klingt ein bisschen komisch, weil was sollte Vernunftkritik eigentlich sonst tun? Aber die dominante Vernunftkritik, der erste Strang, den ich hier reinigende Vernunftkritik nenne, hält tatsächlich an der Idee fest, dass man Vernunft nicht insgesamt kritisieren kann, sondern dass es einen idealen Kern von Vernunft gibt, der gegen jede Kritik gefeit ist.
Sie haben natürlich auch ein gutes Argument dafür, denn nur mit Hilfe dieses idealen Kernes kann die Praxis der Vernunftkritik selber sich als vernünftig ausweisen. Also nur wenn man voraussetzt, dass es diesen idealen Kern gibt, ist die Vernunftkritik nicht selbst unvernünftig. Das heißt, Vernunft wird uns hier so ein bisschen wie eine Kartoffel präsentiert. Sie ist zwar verschmutzt, aber wenn wir sie reinigen, kommen wir zu dem Kern, den wir dann in seiner gewaschenen Schönheit genießen können. Damit freilich setzt diese reinigende Vernunftkritik etwas mehr voraus als nur diesen Kern der idealen Vernunft. Sie setzt nämlich auch voraus, dass sie bereits Zugriff auf diesen Kern besitzt. Es ist für die reinigende Vernunftkritik notwendig, nicht nur diesen idealen Kern von Vernunft zu postulieren, sondern auch darlegen zu können, inwiefern sie bereits heute in der Kritik Gebrauch davon machen kann. Denn ohne diese Voraussetzung lässt sich Vernunftkritik gemäß dem ersten Strang nicht üben, ohne unvernünftig zu werden. Die Vernunftkritiken des zweiten Strangs, die ich hier radikale Vernunftkritiken nenne, setzen genau an dieser Voraussetzung an und bezweifeln sie. Sie bezweifeln den Zugang zu einem idealen Kern von Vernunft, die keine Kritik mehr nötig hat, selbst wenn sie die Möglichkeit einmal dahingestellt lassen. Denn die Annahme, Zugriff auf jeden idealen Kern von Vernunft zu haben und daher all die Privilegien zu genießen, die mit dem Besitz nicht kritisierbarer Vernunft einhergehen, ist den Vernunftkritiken des zweiten Strangs gerade die Quelle von den Überzeugungen und Praktiken, die Vernunftkritik überhaupt erst so dringlich macht. Da die Vernunftkritik wieder und wieder gezeigt hat, dass die Annahme, selbst bereits Zugriff auf die ideale Vernunft zu haben, Hybris ist, deren praktischen Konsequenzen nur zu häufig gewaltsam sind, wenden die radikalen Vernunftkritiken gegen die reinigenden Vernunftkritiken ein, dass sich für Vernunftkritik diese Annahme, also die Annahme des heute schon bestehenden Zugriffs auf den idealen Kern, verbietet. Vernunftkritik kann man diesem zweiten Strang zufolge ganz oder gar nicht machen. Wer sich des Zugriffs auf nicht weiter der Kritik bedürftigen Vernunft schon sicher ist, der hat der Kritik, der Vernunftkritik, bereits den Rücken gekehrt. Allerdings stehen radikale Vernunftkritiken damit vor dem Problem, ohne einen idealen Kern von Vernunft auch keinen festen Standpunkt ausweisen zu können, von dem ihre Kritik erfolgt. Wenn Vernunftkritik keinen Zugang zur reinen Vernunft hat, ist sie bestenfalls eine vernünftige Praxis, die von ihrer eigenen Kritik getroffen wird. Ist damit also eine Aporie der Vernunftkritik beschrieben, weil Vernunftkritik entweder unkritisch eine ideale Vernunft und Zugriff zu ihr postulieren muss, oder kritisch auf Vernunft ganz verzichten muss? Ich glaube natürlich nicht. Ich glaube, es braucht eigentlich nur drei Schritte, um aus diesem Dilemma rauszugelangen. Man muss Kritik prozessualisieren, Epistemologie revolutionieren und Vernunft pluralisieren. Das klingt ein bisschen größer, als es ist. Der erste Schritt besteht schlicht darin, die Vorstellung aufzugeben, Kritik brauche einen festen Standpunkt. Im Gegenteil können wir Kritik gerade dann als erfolgreich ansehen, wenn sie ihre eigenen Voraussetzungen mitkritisiert. Und das bedeutet nicht einer rasenden Selbstkritik das Wort zu reden, sondern eine Kritik zu befürworten, die Effekte erzielt und danach nicht einfach auf demselben Ort weitermachen kann. Ich glaube, dass auf sehr unterschiedliche Weise Michel Foucault und Ludwig Wittgenstein genau dieses Bild uns schon vorgezeichnet haben, nur in konträre Richtung, für den einen geht es nach oben, für den anderen nach unten. Also Ludwig Wittgenstein sagt, sozusagen, man muss die Leiter wegwerfen, wenn man erstmal über sie gestiegen ist. Warum? Weil sie einen nur noch nach unten in die Verwirrung führen würde, aus der man gerade mit dieser Leiter entkommen ist. Für Foucault geht es nach unten, weil wir Ausgrabungsarbeit unter den eigenen Füßen leisten müssen und auch danach stehen wir natürlich nicht mehr am selben Ort, an dem wir angefangen haben. Nicht mehr also meine ich mit Kritik prozessualisieren, als die Einsicht darin, dass eine Kritik nicht entwertet wird, weil sie selbst nach ihrer Ausübung anderswo steht und neu beginnen muss. Zugegeben, epistemologisch ist das ein relativ voraussetzungsreicher Schritt, denn er zwingt, die Fiktion eines epistemisch souveränen Standpunktes aufzugeben. Epistemologie revolutionieren ist also wortwörtlich gemeint. Man muss dem Souverän schon den Kopf abschlagen und darf keinen neuen an seine Stelle setzen. Mit einem souveränen epistemischen Standpunkt ist hier die Vorstellung gemeint, wir könnten mit Wahrheit einen Standpunkt beziehen, der jenseits jener sozialen Praktiken liegt, in denen wir über unsere Meinungen streiten. Ein Standpunkt also, von dem wir aus auf
neutrale Weise über diesen Streit urteilen können, ohne selbst in ihn verstrickt zu werden. Die feministische Erkenntnistheorie insistiert seit langem darauf, und ich glaube, wir tun gut daran, ihr zuzuhören, dass dieser Standpunkt eine Fiktion ist, ein Gotttrick, wie Donna Haraway das mal ausgedrückt hat. Denn sie beizubehalten, also diese Fiktion eines Standpunktes epistemischer Souveränität, beizubehalten, bedeutet, die Möglichkeit eines Standpunktes anzunehmen, der kein Standpunkt ist, um so den Blick von nirgendwo zu haben. Das ist für endliche Wesen wie uns unmöglich. Genauso unmöglich übrigens wie die Fiktion, einfach alle Standpunkte gleichermaßen einnehmen zu können. Und das heißt, auch der Relativismus, das alte Schreckgespenst, ist genauso eine unmögliche Fiktion, ein Gotttrick. Damit wird die Vorstellung hinfällig, Politik und Wahrheit seien nur extern miteinander verknüpft. Wenn Wahrheit nicht von einem souveränen epistemischen Standpunkt aus über Konflikte urteilt, mit denen sie vollkommen unverbunden ist, sind im Gegenteil Politik und Wahrheit intim miteinander verbunden. Wahrheit entwickelt sich in und ist abhängig von konkreten sozialen Praktiken. Sie zu verteidigen, bedeutet, sich in diese sozialen Praktiken und ihre Kämpfen einzumischen, nicht sich daraus zurückzuziehen auf die Position des Souveräns. Es ist kein Zufall, dass ich in den ersten beiden Schritten, also Kritik prozessualisieren, Epistemologie revolutionieren, die Metaphorik des Standpunktes gewählt habe, um zu beschreiben, wie radikale Vernunftkritik möglicherweise vorgehen kann. Ich glaube, dass die Standpoint Epistemology, wie das im Fachterminus heißt, also Standpunkttheorie, einiges an Ressourcen zu bieten hat, von denen wir lernen können, auch wenn es genauso einiges immer gibt, mit dem man nicht zufrieden sein kann. Aber sie kann auch den dritten Schritt tragen. Vernunft zu pluralisieren fällt nämlich leicht, wenn Vernunft wie Wahrheit an einen Standpunkt in sozialen Praktiken und damit in den Konflikten gebunden ist. Schon von Konflikten zu reden, heißt ja, mehrere Standpunkte anzuerkennen. Man darf an dieser Stelle nur nicht den Fehler begehen, zu glauben, damit wären Wahrheit und Vernunft schon an sich entwertet, weil diese Idee, dass darin schon der Fehler steckt, führt hinterrücks wieder sowas wie einen souveränen epistemischen Standpunkt ein. Die Metapher des Standpunktes halte ich aber auch deswegen für nützlich, weil sie uns zwingt, stattdessen, also statt über den Versuch nachzudenken, diese unmögliche Souveränität zu erlangen, stattdessen uns zu fragen, aus welchen Gründen wir diesen und nicht jenen Standpunkt selbst einnehmen. Warum also halten wir Donald Trumps Lügen für gefährlicher als die von Bill Clinton? Warum halten wir die falschen Versprechungen der Brexiteers für problematischer als die falschen neoliberalen Versprechen, dass Steuersenkungen auch den Armen zugutekommen? Warum schließlich halten wir die einseitigen Reportagen über die angebliche Herrschaft von Political Correctness für gefährlicher als moralistische Kritik, wenn wir das denn tun? Sollten wir nicht vielmehr einen Standpunkt finden, von dem wir das vielleicht beide Seiten kritisieren können? Vielleicht sollten wir sogar ganz viele solche Standpunkte finden. Ich möchte also erstens zeigen... Nein, lass mich anders anfangen. Für alle diese Urteile können wir Gründe geben, die nicht hinfällig werden, nur weil wir keinen souveränen epistemischen Standpunkt mehr beziehen können. Im Gegenteil, alle unsere Gründe verbinden Politik und Wahrheit intim miteinander, ohne dadurch geschwächt zu werden. Nur wer am Gotttrick festhält, nur wer die Verbundenheit von Wahrheit und Politik in unseren Konflikten krampfhaft leugnet, nur wer eine ideale Vernunft jenseits aller Vernunftkritik postuliert und Zugang zu ihr reklamiert, nur der kann diese Gründe deswegen abtun, weil sie zugleich politischer und epistemischer Natur sind. Nur wer sich diesen Autoritismus gestattet, kann für die Einheitsfront von neuem Positivismus und Klassenkampf von oben eintreten. Radikale Vernunftkritik befreit uns dagegen von der illusionären Herrschaft einer souveränen Wahrheit und in diesem Sinne ist sie epistemologisch emanzipatorisch. Sie ist aber auch, und das wird die letzte Behauptung sein, die ich Ihnen vorstellen will, in politischer Hinsicht emanzipatorisch. Und dafür können wir noch einmal zu den drei Beispielen zurückgehen, mit denen ich angefangen habe. Denn am Ende, ich habe es versucht, wollen wir ja aus der Abstraktion wieder in der Gegenwart landen. Und da ist natürlich, wie schon Engels wusste, the proof of the pudding in the eating. Also, was sagt denn diese großartige radikale Vernunftkritik anderes zu diesen drei Beispielen? Ich glaube, dass sie vor allem dreierlei tut. Erstens wird sie immer auf die Funktion der Unwahrheiten oder der möglichen Unwahrheiten achten. Zweitens wird sie den
politischen und epistemischen Kontext, in dem diese Unwahrheiten geäußert werden, analysieren. Und drittens muss sie sich selbst als Intervention in diese Kämpfe verstehen. Und das zeige ich Ihnen nochmal anhand der drei Beispiele. Ich glaube, bei Trumps Lügen wird am einfachsten ersichtlich, warum es sich lohnt, auf die Funktion dieser Unwahrheit zu achten. Man sieht nämlich dann, dass es mindestens drei sind. Erstens ist es ein bekannter Mechanismus, die eigene Macht zu demonstrieren, indem man andere dazu bringt, offensichtliche Wahrheiten öffentlich anzuerkennen. Trumps Lügen sind genau solche Machtdemonstrationen und deswegen ist es extrem wichtig, dass sie offensichtliche Lügen sind. Das funktioniert nicht mit Dingen, die unklar falsch sind. Nein, man muss wirklich groteske Lügen dafür gebrauchen, damit die Machtdemonstration Wirkung ist. Das heißt, das ganze Rätselraten, was Sie immer wieder in den Zeitungsartikeln finden, warum der jetzt so Quatsch sagt, löst sich aus dieser Position sehr, sehr schnell. Das ist eine Machtdemonstration und die funktioniert nur über groteske Unwahrheiten. Zudem wirken diese offensichtlichen Unwahrheiten wie Fallen. Denn wer nicht sofort Einspruch erhebt, wird mehr und mehr Schwierigkeiten dabei empfinden, sich nachträglich von Trump loszusagen. Müsste er oder sie doch in vielen kleinen Fällen zugeben, sich schmählich untergeordnet und peinlich eindeutige Wahrheiten mitgetragen zu haben. Und so wird es mit jeder akzeptierten Unwahrheit schwieriger, sich aus diesen Verstrickungen freizumachen. Seine Unwahrheiten fesseln also nach und nach diejenigen an Trump, die nicht sofort widersprechen. Und daneben gibt es natürlich noch eine epistemische Funktion dieser Unwahrheiten. Sie machen nämlich sichtbar, wer loyal ist und diese Lügen verteidigt und wer nicht. Sie sind, nüchtern betrachtet, nicht nur eine Weise der Machtausübung, sondern auch eine Art politischer Lackmustest, haben also eine epistemische Funktion. Aus der Analyse der radikalen Vernunftkritik folgt daher, dass zwar den Lügen zu widersprechen wichtig ist, doch wichtiger ist es, diejenigen zu unterstützen, die sich nicht sofort unterwerfen und denjenigen eine Möglichkeit anzubieten, sich aus diesen Fallen zu befreien, die sie zu spät durchschaut haben. Emanzipatorische Vernunftkritik bedeutet in diesem Fall also zu erkennen, dass Faktenchecks für den Widerspruch hilfreich sein mögen, doch politische Solidarität mit Aussteigerinnen entscheidend. Und insofern befreit, emanzipiert Vernunftkritik hier wortwörtlich. Zweitens hebt die hier vorgeschlagene Perspektive auf die Kontexte, sowohl politisch als auch epistemisch ab, in denen diese Wahrheitsansprüche gestellt werden. Sie betrachtet Wahrheiten also niemals isoliert und das lässt sich, glaube ich, am Beispiel des Brexit am besten verdeutlichen. Zwei Kontextfaktoren aus dem ganz engen Kontext sind sicherlich, und das ist jetzt wirklich nicht originell, einerseits die Wirtschaftsprognosen, mit denen die Remain-Kampagne versucht hat, die Wählerinnen so sehr zu erschrecken, dass sie lieber für den Status quo stimmen würden, und andererseits der Anti-Intellektualismus der Vote-Leave-Kampagne, den ich schon besprochen habe. Aber diese beiden Faktoren erschließen den Kontext, in dem die Behauptung, 350 Millionen britische Pfund wöchentlich an den NHS zu überweisen, noch nicht richtig. Wir müssen historisch den Blick etwas weiten und auf die neoliberale Austeritätspolitik mit ihrem Fetisch eines ausgeglichenen Staatshaushaltes gucken, die von 92 an mehr oder weniger von der gesamten politischen Klasse in Großbritannien propagiert und umgesetzt wurde. Sie bestand und besteht nicht nur in der Kürzung von Sozialpolitikausgaben, sondern auch in der Umgestaltung der sozialen in einen antisozialen Wohlfahrtsstaat, insofern sie die normative Grammatik wohlfahrtsstaatlicher Institutionen von Solidarität auf Leistungsgerechtigkeit umgestellt hat. Dazu kommt die Kluft zwischen den Ankündigungen dieser Politik und ihren Resultaten. Kurz gesagt lässt sich das gebrochene Versprechen von Vote Leave in die lange Reihe nicht erfüllter Versprechen des Neoliberalismus einreihen, der zugleich sehr erfolgreich besorgte oder widersprechende Stimmen zum Schweigen bringen konnte und kann. Diese Analyse der Hintergründe sollte jetzt keine Rechtfertigung für die falschen Behauptungen von Vote Leave liefern oder auch nur ihren widerwärtigen Rassismus verharmlosen. Aber wir tun gut daran, uns ins Gedächtnis zu rufen, dass Aussagen ihren epistemischen Status nur vor dem Hintergrund weiterer sozialer Praktiken und den darin gepflegten oder nicht gepflegten Rechtfertigungsstandards gewinnen. Ohne die jahrzehntelange neoliberale Austeritätspolitik und ihre planvoll betriebene Erosion von Rechtfertigungsanforderungen, die Streeck schon hingewiesen hatte, hätten die alternativen Fakten von Vote Leave niemals so vielversprechend erscheinen können. Die politische Schlussfolgerung für die radikale Vernunftkritik liegt auch hier, glaube ich, auf der Hand. Wir müssen Rechtfertigungen verlangen,
darauf bestehen, dass ernsthafte Einwände mit Argumenten und nicht mit Schweigen oder Verhöhnen beantwortet werden. Und wir müssen diejenigen bekämpfen, die Kritik und Widerspruch mit schlimmeren Mitteln zum Schweigen bringen wollen. Radikale Vernunftkritik richtet diese Forderung allerdings an alle und auch an sich selbst. Ja, sie verlangt Solidarität mit all denen, die unter den politischen Verhältnissen leiden und auch noch mundtot gemacht werden. Aber sie stemmt sich zugleich gegen jene, die nur herausbrüllen, dass sie zum Schweigen gebracht werden, um andere zu übertönen. Und sie erinnert schneidend daran, dass Redefreiheit keine Freiheit vor Kritik bedeutet. Emanzipierend ist die radikale Vernunftkritik. Bequemes Leben verspricht sie eher nicht. Drittens. Bedenkt die radikale Vernunftkritik nicht nur die politischen und epistemischen Kämpfe und ihre Kontexte, sie versteht sich selbst zugleich als Intervention in diese. Und das scheint mir vor allem für mein drittes Beispiel entscheidend zu sein, in dem es um kompliziertere Wahrheitsansprüche geht, die insofern etwas repräsentativer sind, als bei ihnen die Wahrheit nicht, Zitat, auf der Straße in der Sonne liegt. Zwar finden wir keine linke Hegemonie an den deutschen Universitäten, aber moralische und politische Argumente dafür, bestimmte Personen nicht sprechen zu lassen, werden vorgebracht und mit Aktionen unterstützt. Und weder diese Argumente noch die Erwiderungen darauf sind offensichtlich richtig oder falsch, weder epistemologisch noch politisch. Radikale Vernunftkritik beginnt daher mit der selbstreflexiven Erkenntnis, selbst keinen neutralen, epistemisch souveränen Standpunkt beziehen zu können, sondern Partei in dieser Kontroverse zu werden, sobald sie sich darin zu Wort meldet. Das gilt für Wissenschaftlerinnen wie für Journalistinnen und alle anderen Personen, die über die Kämpfe um Political Correctness berichten. Schon dieses Label ist allerdings eine parteiliche Weise, die einzelnen Kontroversen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Natürlich spricht überhaupt nichts dagegen, Gemeinsamkeiten aufzuzeigen zwischen den Kämpfen darum, wer wann wo und auf welche Weise sprechen können soll. Genauso wenig wie etwas dagegen spricht, exzessiven Moralismus kritisch zu hinterfragen. Doch die Gemeinsamkeit über den Begriff Political Correctness herzustellen, tut dies auf eine Weise, die andere Gemeinsamkeiten gezielt ignoriert. Beispielsweise die Gemeinsamkeit der bekämpften Sprecherinnen, denen immer wieder Rassismus, Sexismus oder Klassismus vorgeworfen wird. Statt also in den richtigen und wichtigen Streit darüber einzutreten, ob diese Vorwürfe zu Recht oder zu Unrecht erhoben werden, macht die neue Gemeinsamkeit Political Correctness sie verächtlich und gibt fälschlicherweise vor, es ließe sich gar keine bedeutungsvolle Kontroverse darüber führen. Dazu passt, dass mit Political Correctness zugleich exzessiver Moralismus kritisiert wird, ohne auszubuchstabieren, wann eigentlich Moral im Moralismus kippt und warum Moralismus schlimmer sein soll als die Machtbeziehung, die er anprangert. Allein die Rahmung mit dem Begriff Political Correctness verhindert also den Streit darüber, ob und wann moralische Argumente oder sogar Moralismus gerechtfertigt sein. Aus der Perspektive radikaler Vernunftkritik sollte daher eine doppelte Antwort gegeben werden. Erstens gegen die Rahmung dieser Kämpfe mit einem Begriff der politischen Reaktion, der die Bedeutung dieser Kämpfe bereits so vorentscheidet, wie es dieser Reaktion passt. Und zweitens ist der Kampf gegen all jene notwendig, die einen neuen souveränen epistemischen Standpunkt errichten wollen, und sei es auf moralistische Weise. Weder Gott noch Moral, weder Staat noch Kapital, weder Wissenschaften noch Künste dürfen die Vernunft für sich vereinnahmen, ohne anzuerkennen, dass diese Vernunft plural ist und dass diese vielen Vernünfte ständiger, radikaler Kritik bedürfen. Herzlichen Dank, Herr Vogelmann, für das einfach weiterreden, wahrscheinlich für den hochinteressanten, aber auch, glaube ich, komplexen Vortrag, zu dem es sicher eine Reihe von Nachfragen gibt. Möchte jemand gleich beginnen? Dann ja, sehr gut. Ich war was fragen. Aber nicht der Herr da hinten war vorhin drin. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag.
Mir ist eine Sache ein bisschen zu kurz gekommen, leider, und zwar stelle ich mir die Frage, inwieweit dieser, weil Sie haben ja den Verweis geliefert auf die Gesellschaft der deutschen Sprache mit dem Zitat der gefühlten Wahrheit. Jetzt stellt sich mir die Frage, inwieweit da so ein Entertainment-Charakter auch immer mitgeliefert. Also Donald Trump ist ja wirklich ein Entertainer und der wird von der Presse gerne aufgenommen und auch so rezipiert und dargestellt. Und ich meine, Franz Kafka hat auch irgendwie eine gefühlte Wahrheit geliefert. Aber wer setzt sich mit Franz Kafka auseinander und wer mit Donald Trump? Also diese mediale Kommunikation irgendwie, wie funktioniert das? Ist das ein Klassenbegriff, der dann das aufgreift? Entschuldigung, falls ich mich jetzt nicht genug deutlich artikuliere. Ja, nee, danke für die Frage. Also ich glaube, es stecken zwei Fragen eigentlich sogar da drin. Das eine ist die tatsächlich nach dem Klassencharakter, wie Sie sagen. Das andere ist die Frage nach der Rolle von Emotionen, über die ich hier nicht gesprochen habe. Weil das tatsächlich, glaube ich, meine Kompetenz ein bisschen überschreitet. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich finde es nur extrem unplausibel zu glauben, dass Emotionen sozusagen lange Zeit keine Rolle in der Politik gespielt haben sollen und jetzt plötzlich wieder. Ja. Mir scheint, dass man damit eine falsche, also eine historisch einfach zu widerlegende Aussage macht. Worauf ich hinaus wollte mit diesem Klassencharakter ist, dass es sehr einfach ist sozusagen, und das wird eben in diesem Zitat von der deutschen Gesellschaft für Sprache, die es sicherlich nicht böse gemeint hat, unterstelle ich mal, aber nicht böse meinen reicht halt nicht. Was die da machen, ist sozusagen tatsächlich diese Diktion zu sagen, es sind die da unten, die die Wahrheit leugnen und die plötzlich zufrieden sind, gefühlte Wahrheiten oder einfache Lügen zu akzeptieren, selbst wenn sie wissen, dass das Lügen oder eben nur gefühlte Wahrheiten sind. Und auf diese merkwürdigen Sprechakt wollte ich erstmal aufmerksam machen, dass dort sozusagen jemand aus der Elite sich hinstellt und kräftig nach unten tritt. Ich meine, das ist kein ganz neues Phänomen, das haben wir sozusagen ständig. Es gibt die ganzen Analysen über den Klassenkampf von oben, das ist jetzt nicht meine Erfindung. Aber ich glaube, es ist wichtig, nochmal darauf aufmerksam zu machen, wo der sich überall einschleicht. Und zwar selbst in sozusagen, das ist das Interessante, finde ich das interessante, letzter Satz, der schleicht sich eben auch dort ein, wo wir ja eigentlich denken, ja, es ist schon richtig, dass wir irgendwie Probleme damit haben, dass Leute jetzt sozusagen scheinbar nicht mehr auf Wahrheit achten. Ja? Ich vermute, dass niemand von Ihnen das befürwortet. Aber es kommt eben darauf an, wie man diese Kritik äußert und was man sozusagen mit bestimmten Kritik, mit einer bestimmten Vorstellung von Kritik alles mitsagt. Und hier, glaube ich, sagt man vor allem mit, bleib an deinem Platz, verdammt nochmal. Das finde ich tatsächlich ziemlich bedenklich. Der Herr, ja, den ersten Teil. Ja, Moment, es kommt das Mikrofon. Jetzt ist. Also, Vernunft ist ja häufig nicht so ohne weiteres leicht zu erkennen. Aber Unvernunft hat doch heute häufig eine deutliche Evidenz. Wenn man die lateinischen Sprüche im Kopf hat, dann fängt ein Teil, ein großer Teil mit Certum est an und ein anderer mit Nunquam. Und das sind immer Aussagen, die kaum bestritten werden können. Und diese schlichten Evidenzen werden meiner Ansicht nach nicht genügend beachtet. Ja, also ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf. Das eine ist, also ich glaube, Sie haben recht und ich habe versucht, das in dem letzten Schritt an dem Trump zu verdeutlichen. Es gibt natürlich tatsächlich sehr schlichte Evidenzen, die geleugnet werden. Ja, also das Bild mit diesem Leuten bei der Amtseinführung, das ist vermutlich genauso eine schlichte Evidenz. Ja. Aber ich glaube eben, es ist nicht wichtig, dass da was Unwahres gesagt wird. Wichtig ist zu erkennen, warum da was Unwahres gesagt wird. Und hier hat das eine ganz klare Funktion. Man will feststellen, wer verteidigt mich und wer nicht. Und das hat ja wunderbar funktioniert. Das hat die Leute eindeutig geteilt und dann weiß man, auf wen man zählen kann und wen nicht. Also sozusagen die Leugnung solcher schlichten Evidenzen hat, glaube ich, kann man über so eine Art, jetzt sage ich mal hochtrabend, Machtanalyse relativ klar erklären. Interessanter wird es bei den nicht so schlichten Evidenzen. Und da, glaube ich, muss man einfach
sagen, so einfach, wie Sie selber festgestellt haben, ist es nicht, Vernunft und Unvernunft zu unterscheiden, sonst würden wir uns damit nicht seit tausenden von Jahren rumquälen. Wer jetzt ankommt und behauptet, es wäre eben doch einfach, der muss ziemlich viel Arbeit in diesem Bereich einfach ignorieren. Und auch da, glaube ich, tun wir gut daran, die Komplexität erstmal anzuerkennen und nicht zu glauben, ja, es liegt doch auf der Hand, was hier Vernunft ist und was Unvernunft ist. Je historischer wir mal gucken auf Urteile, was alles Unvernunft ist, das heute als Vernunft gilt, desto bescheidener wird man, glaube ich, mit solchen Aussagen. Also ich will sagen, es gibt eine, sozusagen, man muss unterscheiden, Fälle sozusagen, wo man klar erkennen kann, dass einfache Evidenzen aus Machtgründen geleugnet werden, um was damit zu erreichen von Fällen, wo es sich lohnt, genauer hinzugucken, um tatsächlich zu versuchen, Wahrheit und Unwahrheit oder Vernunft und Unvernunft voneinander zu trennen. Auf der anderen Seite jetzt der heller Bild. Ja, vielen Dank. Ich fand das sehr interessant und auch sehr überzeugend, die Weise, wie du das zurückgewiesen hast, dir diese Diagnose und diese Zweifel aufgezeigt hast. Warum wir nicht glauben sollten, dass es jetzt einfach wahr ist oder schlichter gesagt zutreffend. Und mich würde interessieren, ob du auch da etwas darüber sagen kannst, warum diese Diagnose kommt, wenn sich nicht so viel geändert hat, wenn es nicht so ist, dass neuerdings die Gefühle so eine große Rolle spielen, sondern wenn es auf eine Weise, wenn auch anders oder doch ähnlich war, was ist in unserem Zeitalter anders, dass es auf die Idee kommt, von sich selber zu Unrecht, es sei postfaktisch. Ja, also ich meine, Sie haben ja an dem letzten Teil gemerkt, das ist natürlich alles ein Forschungsprojekt in Arbeit und so programmatisch wie der letzte Teil ist, sind dann auch so Antworten auf solche Fragen, ja, also eher vorläufig. Ich glaube schon, dass man ernst nehmen muss, was ich versucht habe mit Streeck und anderen anzudeuten. Es gibt sowas wie eine Erosion von Rechtfertigungspraktiken, die planvoll betrieben wurde in den letzten Jahrzehnten. Dazu gehört in Deutschland die politische Kultur, die nicht mehr bereit war, irgendwelche Maßnahmen mit einem Argument zu unterfüttern. Und dazu gehört die Gewöhnung daran. Also ich glaube, vor allem die Gewöhnung ist das, was mich beunruhigt. Und ich glaube, das ist neu. Und das verändert natürlich eine Diskussion. Wenn sich erstmal 15 Jahre sozusagen Gewöhnung eingeschlichen haben, dass wir gar nicht mehr erwarten, dass Leute ihre Maßnahmen mit einem vernünftigen Argument hinterlegen, dann werden wir anfangen, ganz anders zu argumentieren. Also ich glaube schon, sozusagen ich suche, wie Sie sehen, und vielleicht ich suche das richtige Verb, ich suche nach so einem Mittelweg. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, es hat sich nichts geändert. Ich glaube nur, dass die Diagnose, die uns angeboten wird, um die Veränderung zu erfassen, dass die tatsächlich falsch ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht vielleicht gut daran tun, nach einer besseren Diagnose zu suchen. Es ist ein bisschen unhöflich, da nochmal nachzufragen, weil Sie ja selber gesagt haben, dass das eine Forschungsperspektive ist. Aber ich kann das ja zusammen erforschen jetzt hier und das versuchen, ein bisschen durchzuspielen. Also vielleicht könnte man das nochmal versuchen zu konkretisieren, also nicht ich, sondern Sie, in Bezug auf die Kämpfe, die Sie uns vorgeführt haben. Also in Bezug auf diese Kämpfe haben sich mir eine ähnliche Frage gestellt. Also wie könnte man versuchen zu verstehen, dass zum Beispiel der politische Kampf, den man jetzt ganz verkürzt, also Sie verkürzen, so darstellen kann, dass wir es ja mit einer bestimmten Art von, ich weiß gar nicht, ob Nationalismus das richtige Wort ist, aber es ist klar, was es meint, also eine bestimmte Art von aggressiven Provinzialismus auf der einen Seite und eine bestimmte Art von nicht minder aggressiven Globalismus auf der anderen Seite zu tun haben. Oder den dritten der Kämpfe genommen, nämlich, dass es, bei dem Sie gezeigt haben, dass es hier um eine Auseinandersetzung zwischen alten und neuen Medien geht, also zwischen zwei verschiedenen Typen medialer Präsentation und Produktion von öffentlicher Meinung. Nicht? Also, jetzt könnte man ja sagen, man könnte diese Diagnosen, die Sie da gestellt haben, so verstehen, dass man sagt, ja, dass diese ganze Diskussion über wie haben Sie es gesagt, also der Gegensatz zu einer autoritären Stimme der Vernunft gegen eine autoritäre Stimme des Zorns verdeckt eigentlich nur die Konflikte, die man besser ohne diese Ebene beschreibt. Ja, man sagt, eigentlich geht es um was anderes. Ja, es geht eigentlich darum, nicht, dass zwei mediale Regime gegeneinander kämpfen, und solche Übergänge sind immer
höchst konfliktreich, nicht? Weil Machtpositionen verloren werden, Machtpositionen erobert werden. Ja? Genauso wie man sagen könnte, ist der Gegensatz zwischen einer globalen Ordnung, die selber nochmal in sich so zweideutig ist, wie Sie gezeigt haben, und den sich im lokalen oder im regionalen vollziehenden politischen Assoziationen irgendwie ein Machtkampf. Ja. Also da hatte ich im Moment mal den Eindruck, dass Sie sagen wollen, es sollten vielleicht eigentlich diese Ebene irgendwie weitgehend vergessen. Ja. Das ist selber ein medialer Effekt zu denken, es ginge um diesen Gegensatz. Aber jetzt in dem dritten Teil habe ich den Eindruck gehabt, dass Sie das nicht für eine erfolgreiche Strategie, Aufklärungsstrategie halten, sondern dass Sie glauben, man muss schon in diesen Gegensatz Zorn gegen Vernunft, ja, muss man irgendwie selber, also eine zornige Kritik der Vernunft, ja, auf der einen Seite, und eine autoritäre Verteidigung der Vernunft gegen die Kritik, muss man selber intervenieren können. Also nicht nur unterlaufen, sondern intervenieren können. Das würde ja heißen, er verdeckt nicht nur einen Kampf, der eigentlich um was anderes geht, sondern er ist ein ernsthafter, ein ernstzunehmender Gegensatz. Nicht? An dem, was, das heißt ja an dem, was dran ist, der nicht nur einfach dumm ist in seinen beiden Seiten. Können Sie das nochmal ein bisschen erklären? Ja, ich kann es versuchen. Also, ich fange vielleicht nochmal von ganz außen an. Ich meine, das ist ja deutlich geworden. Ich halte diese Diagnose des postfaktischen Zeitalters für falsch und gefährlich. Aber ich glaube, dass sie sozusagen, die kommt nicht von nirgendwo, sondern ich glaube, sie trifft etwas, sie trifft es nur auf die falsche Weise. Und jetzt kann ich ihr aber nur eine Hypothese anbieten. Die Hypothese ist, was sie anbietet, ist ein Unbehagen darüber, wie wir derzeit mit dem Verhältnis von Wahrheit und Demokratie umgehen. Aber diese Diagnose bietet uns keinerlei Begriffe, in denen wir das jetzt weiter ausbuchstabieren können. Oder anders gesagt, ich glaube, dass alle Begriffe, die innerhalb dieser sozusagen von dieser Diagnose abgesteckten Horizont uns angeboten werden, dass diese Begriffe nicht gut sind. Dass die uns eben entweder sozusagen in so einen autoritären Wissenschaftsgläubigkeit oder in diese Gegenstrategie dagegen verstricken. Das heißt, an der Stelle würde ich sagen, ja, die Diagnose trifft einen Nerv, aber wenn sie nicht das Vokabular liefert, um zu sagen, wie wir diesen Nerv artikulieren können, dann müssen wir nach unabhängigen Begriffen suchen, mit denen wir dieses Verhältnis von Demokratie und Wahrheit zu fassen kriegen. Wenn ich einen ganz kurzen Ausflug in die Akademie machen darf, eigentlich ist das ein Argument, was von Louis Althusser mal in die Debatte um Ideologie eingebracht wurde, der sagt, Ideologie ist nicht etwas, was unsere Wirklichkeit verzerrt, sodass wir sozusagen, wenn wir nur lange genug suchen, die Formel finden können, mit denen wir diese verzerrte Wirklichkeit zurückzerren können, sodass wir sehen, was sie wirklich ist. Sondern wir müssen uns außerhalb sozusagen dessen stellen, was die Ideologie uns anbietet, um zu erkennen, wie sie produziert wird. Und das heißt, wir können nicht auf die Begriffe zurückgreifen, die sie uns selber anbieten. Nun gibt es viele Schwierigkeiten mit dieser Ideologietheorie, aber dieses eine Argument würde ich gerne übernehmen, weil ich es für ein extrem kluges halte. Und das ist eigentlich das, was ich versucht habe, mit dieser Diagnose zu machen. Wir dürfen uns nicht auf die Begriffe einlassen, die die Diagnose uns anbietet, sondern wir müssen selber sozusagen unabhängige Begriffe dafür suchen, wie wir über das Verhältnis von Wahrheit und Demokratie reden. Und dann können wir, glaube ich, diese Konflikte in ihrer vollen Komplexität wieder einbringen. Und ich glaube tatsächlich, wir können die nicht unterlaufen, das sind die Konflikte unserer Zeit. Ja, da müssen wir was zu sagen zu haben, aber wir können was anderes dazu sagen und es kommt darauf an, das anders zu sagen. Das wäre das Plädoyer eigentlich. Ja, vielen Dank. Das hat mir viel Freude gemacht, dazu zu hören. Nur das Letzte, was du jetzt gesagt hast mit Althusser, das ist doch total diese souveräne Geste, also die du damit machst. Ja? Also in dem Moment, wo du sagst, wir brauchen dann andere Begriffe und müssen von außen darauf schauen und wir können aus der Ideologie heraustreten, weil das ist nicht das, was verzerrt, da bin ich jetzt total drüber gestolpert. Ja. Lass das nicht so stehen. okay, also ich hatte ja schon ganz, wie man das als guter Akademiker gemacht, so ganz vorsichtig gesagt, dass ich nicht alles von Althusser übernehme. Natürlich will ich von ihm nicht sozusagen dieses wir stellen uns außerhalb der Ideologie übernehmen. Aber ich möchte die Idee, dass sozusagen wir nicht mit den Begriffen der Diagnose arbeiten können, die
Sie scheinen mir strukturanalog zu seinem Argument über die Ideologie zu sein. Deswegen, das nehme ich von Ihnen. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt einfach außerhalb sozusagen, in meinen eigenen Worten sozusagen, der Wissensproduktion oder so stellen könnten und glauben könnten, dass wir da jetzt einen ganz neuen Standpunkt haben. Ich meine, was ich hier ja versucht habe, und vielleicht kann man es so beschreiben, um Bedenken zu zerstreuen, was ich hier versucht habe, ist die Diagnose ernst zu nehmen, aber in dem Ernstnehmen zu zeigen, dass wir diese Begriffe nicht verwenden sollen. Ja? Das heißt, gewissermaßen von innen heraus erstmal zu argumentieren, dass es damit ein Problem gibt und dann aber tatsächlich nach einem neuen Standpunkt zu suchen, der nicht mehr an diese Diagnose gebunden ist. Das habe ich jetzt hier nicht alles vorgeführt, weil das ein bisschen länger dauern würde, aber ich glaube, man kann eben so einen neuen Standpunkt finden, wenn man dann sozusagen nach so einer Analyse nochmal einen neuen Anlauf nimmt, um über das Verhältnis von Wahrheit und Politik nachzudenken. Wenn Sie jetzt nichts fragen wollen gerade, doch, sonst hätte ich noch. Okay, danke nochmal für den Vortrag. Ich versuche jetzt vielleicht auch etwas Fieses, nämlich so eine Ad-Hoc-Frage. Zum Problem ist eigentlich schon lange sozusagen immer wieder auftaucht, jetzt im UN-Migrationspakt erneut. Bei der Frage der Migration gibt es ja immer eigentlich zwei Standpunkte. Man sagt, Migration ist der Schlüssel zum ökonomischen Erfolg, wir brauchen Einwanderung. Die andere Position ist zu sagen, Migration führt dazu, dass die Fachkräfte in anderen Ländern abgezogen werden. Es ist eine neoliberale Strategie und es führt hier dazu, dass wir eine riesige Reservearmee aufbauen und Löhne nicht mehr steigen. Und jetzt konkret in dem Beispiel vielleicht einfach, wie könnten wir hier andere Begriffe verwenden, wie könnten wir hier eine radikale Vernunft mit Dritten geben? Ich weiß, es ist ein bisschen fies, jetzt ad hoc vielleicht sozusagen, aber um es nochmal vielleicht konkret in einem Beispiel deutlich zu machen. Ja, also ich meine, wie konkret ich da werden kann, das schauen wir mal. Aber klar, Sie haben es natürlich sofort erfasst. Also meine Antwortstrategie wird zu sein, weder das eine noch das andere, logisch, sondern einen dritten Weg. Der dritte Weg, den kann man ja, wenn man jetzt mal schlichtere Worte wählt, einfach als Verkomplizierung bezeichnen. Ja? Nicht zu glauben, dass diese einfache Problemstellung das leistet, was sie leisten müsste, um politische Strategien zu entwickeln. Und dankenswerterweise kann ich einen Kollegen aus Bremen an Bord holen, der eigentlich in einem ganz anderen Feld unterwegs ist, Philipp Mano, der kürzlich in einem Buch dargelegt hat, dass es eben tatsächlich schon, wenn man sozusagen ganz, ganz, ganz rationalistisch, ökonomistisch argumentiert, selbst dann ist schon diese Problemdiagnose falsch, weil wir dann sehen, dass es eben nicht einfach sozusagen Neoliberalismus versus, was war das andere? Dass diese beiden Perspektiven beide nicht klappen, sondern dass man, wenn man sich an die politische Ökonomie der Migration hält, sieht, dass sozusagen die Gegenreaktionen gegen diese politische Ökonomie ganz viel damit zu tun haben, welches Wirtschaftsmodell die jeweiligen Staaten haben. Staaten, das ist jetzt sozusagen Manos Analyse, Staaten, die von ihrer Wirtschaft her stark auf Export setzen und einen ausreichend ausgebildeten Sozialstaat haben, der abfedert sozusagen die wirtschaftliche Globalisierung von Gütern, haben tendenziell ein Problem mit Migration, also mit der Globalisierung von Menschen, weil die sozusagen Probleme für den Wohlfahrtsstaat schafft. Staaten, die umgekehrt eine Wirtschaft haben, die von der Globalisierung der Güter extrem unter Druck gesetzt werden, haben meistens einen Wohlfahrtsstaat, der sowieso nicht so inklusiv ist, sodass die Migration da nicht das große Problem ist, sondern die neoliberalen Wirtschaftsexporte. Das heißt, schon auf der, sozusagen selbst wenn wir uns auf eine ganz positivistisch-ökonomistische Argumentation einlassen, ist das Problem wesentlich komplexer und erlaubt viel mehr Differenzierung, sowohl in der Problemdiagnose als auch, und das ist ja die Hoffnung dieser Strategie, dass eine komplexere Diagnose einem viel mehr Spielraum in den politischen Strategien liefert. Ich glaube, dass sozusagen, was ich jetzt, das ist natürlich nicht einfach, also man könnte die Analyse jetzt nicht eins zu eins übernehmen und in das einfügen, was ich hier gesagt habe, aber sie dient als ein Beispiel dafür, wie man sozusagen so eine einfache Frontstellung durch wissenschaftliche Analysen verkomplizieren kann, um dann in einem zweiten Schritt zu fragen, welcher Gewinn an Freiheitsgraden liefert mir eine komplexere Analyse, um differenzierter auf diese Probleme einzugehen. Und ich denke, dass diese sozusagen
jetzt sehr abstrakte Argumentationsstrategie wäre genau die, die ich befürworten würde. Das heißt nicht, dass man jetzt sozusagen Manus Analyse in allen Einzelheiten affirmieren muss. Da gibt es andere Probleme. Herr Dörfer, melden Sie sich noch? Herr ja, ja, also danke. Also wenn man diese Strategie verfolgt, wie du sie jetzt auch in diesen einzelnen Beispielen sehr überzeugend vorgeführt hast, könnte man dann nicht sagen, dass wir dann besser verstehen, dass das, was uns zunächst als irrational oder unvernünftig erschien, eigentlich einer bestimmten Form von strategischer Rationalität folgt und zur Reproduktion von instabilen Machtverhältnissen beiträgt. Und wenn das so ist, dann habe ich noch nicht verstanden, inwiefern du dann zu dem Argument kommst, zu sagen, das ist aber zugleich eine politische Intervention, die auch diese Reproduktion dieser Machtmechanismen, die wir dann verstanden haben, also die selber einer bestimmten Rationalität folgen in der Lesart, warum das dann auch delegitimierend sein soll, diese Intervention. Also würdest du sagen, dass das potenziell eine Delegitimation ist oder bräuchte es da noch einen anderen Schritt, damit es auch, also damit dieses Verständnis, das wir dann gewonnen haben, auch diese Form von Machtreproduktion delegitimiert? Ich glaube, da kann ich jetzt nur eine enttäuschende Antwort drauf geben, weil ich einfach nicht genau weiß, ob ich es verstanden habe. Also ich glaube, erstmal ist die erste Geste, die der ganzen Vortrag ja so ein bisschen zugrunde liegt, ist die Verweigerung solcher Verallgemeinerungen. Indem ich sozusagen bei diesen kleinen Beispielen, also ich hatte ganz am Anfang gesagt, man könnte sozusagen dieses Argument für die Vernunftkritik auf zwei Weisen aufbauen. Das eine geht sozusagen in die philosophischen Traditionen rein und schreitet nochmal die Linie der ehrwürdigen Alten ab. Und das zweite kommt aus diesen kleinen, blöden Gegenwartskämpfen und arbeitet da drin. Ich glaube, dass man nicht gezwungen ist, wenn man diesen zweiten Weg geht, gleich immer schon zu so einer Verallgemeinerung, ah ja, am Ende erkennen wir immer, dass Vernunft in jedem Fall so eine Art strategische Stabilisierung von Macht ist. Vielleicht erkennen wir in Einzelfällen auch, dass da überhaupt keine Vernunft am Werk ist. Ja? Warum sollten wir das ausschließen? Es könnte sein, dass eine komplexe Analyse im Einzelnen zeigt, nein, die Dinge sind so dumm, wie sie sich zuerst erscheinen. Also sozusagen, ich würde eigentlich gerne zumindest vorläufig dieser sozusagen philosophischen Strategie immer schon aus den drei Beispielen jetzt auf das Allgemeine zu schließen, erstmal unterlaufen und sagen, nein, das sozusagen politisch-epistemisch reicht es eigentlich hier erstmal in dieser sozusagen Kleinheit in den Kämpfen selber zu bleiben. Das ist tatsächlich ein bisschen unbefriedigend und wenn jetzt ganz viele nachfragen, dann versuche ich wahrscheinlich irgendwann nach vielen Stunden doch auch so bestimmte Verallgemeinerungen zu ziehen, aber so viel Zeit haben Sie gar nicht. Das geht ganz schnell. Ich werde es kurz mal versuchen, also nicht jetzt wirklich in die Richtung, sondern ich wollte eigentlich nach der Prämisse fragen, die zwei, dreimal so von Ihnen, glaube ich, so berührt worden ist, aber nicht richtig ausformuliert worden ist und vielleicht ist ja auch gar keine Prämisse das Argument, ich hatte den Eindruck, sehe es einer. Und zwar auch eine Prämisse dafür zu sagen, dass Komplexitätssteigerung ja, etwas Politisches sein kann. Ja, man könnte zunächst mal sagen, dass sie zu sehen, dass sie irgendwie komplizierter sind, was ist daran politisch? Ja? Ich meine, vielleicht das Wissenschaftliche, aber was ist daran politisch? Ja? Und es ist nicht politisch ganz egal, manchmal ist nicht gerade politisch die Herstellung einfacher Gegensätze. Also, und die Prämisse dabei scheint mir zu sein, ich glaube, das ist noch an einer Stelle formuliert, dass wir das, was man so Neoliberalismus nennt, was man so auf die Thatcher-Revolution und so zurückdatieren kann, dass das auch eine bestimmte Politik der Wahrheit war, nämlich eine Abkopplung der Wahrheit von Rechtfertigung. Also nicht so haben Sie an einer Stelle mal, oder vielleicht auch an zwei Stellen mal gesprochen, also man könnte sagen, eine Entdemokratisierung der Wahrheit. Nicht? Also, solange Wahrheit an Rechtfertigung gebunden ist, ist klar, dass man Wahrheit nur behaupten kann, solange man sich dem gegenüber, dem man sie behauptet, auch rechtfertigen kann. Also uns, ja. Und wenn Wahrheit von Rechtfertigung abgekoppelt wird, muss es irgendwie einen privilegierten Zugang zu ihr geben, der nicht zufällig häufig mit der Macht, der politischen Macht verbunden ist.
Ist das im Blick eine Prämisse dieses Arguments, also dass man sagt, dass Sie sagen, ja, ist das eine Prämisse Ihrer Argumentation oder ist das falsch verstanden? Nee, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also es ist sicherlich eine Prämisse, ist zu sagen, dass diese Verkomplizierung sich gegen etwas richtet, was man sozusagen vielleicht tatsächlich als Entdemokratisierung der Wahrheit oder als eine Form der Vereinfachung, die durch den Entzug von Rechtfertigung vor sich ging, dass sich die Argumentation dagegen richtet. Ich bin nur sozusagen, und deswegen bin ich ganz einverstanden, also ich kann das als Prämisse absolut akzeptieren, mit sozusagen dem kleinen Zusatz, dass ich glaube, dass natürlich kann Verkomplizierung als Strategie, wie alles, auch sozusagen reaktionär angewendet werden. Es gibt auch, und Oliver Marchant macht das Argument im Moment sehr oft, es gibt auch eine Form, sozusagen auf die Komplexität der Welt hinzuweisen, im Dienst der Strategie zu sagen, deswegen können wir einfach, also ihr einfachen Leute könnt da sowieso nichts drüber sagen. Das ist so kompliziert, da können drei Experten in dieser Welt vielleicht irgendwie eine richtige Antwort geben. Das wäre eine problematische Form von Verkomplizierung und dagegen muss man sich wenden. Also deswegen auch hier, ich meine, ich glaube ja, dass der letzte Satz, mit dem ich geendet habe, eine zweite Prämisse neben ihre einfügt, mit der ich völlig einverstanden bin. Und die zweite Prämisse wäre, es gibt keine ungebrochenen Prämissen. Ja, es gibt kein Gedanke lässt sich ungebrochen in die Unendlichkeit verlängern. Oder er wird problematisch. Und man muss immer wieder sich fragen, wo bricht dieser Gedanke? Und das ist eigentlich sozusagen mit all dem, was ich Ihnen vorgestellt habe. Es gibt immer die Form, die Form, wo das irgendwie bricht, weil, und wenn es nicht bricht, dann wird es meistens ziemlich unmöglich. Man kann sich eigentlich kaum schöneres Schlusswort vorstellen, aber nein, versuchen als dieser Satz, aber das heißt nicht, dass Sie nicht doch noch weiter fragen dürften, wenn Sie wollen. Dann nehmen wir das als Schlusswort. Bevor wir Herrn Vogelmann danken, möchte ich Sie auf die nächste Veranstaltung in der Reihe hinweisen. Am 12.12. hier wieder zur selben Zeit, am selben Ort, haben wir Micha Brumlik, den Sie wahrscheinlich alle kennen, zu Gast mit dem Titel Alle Welt sei Untertan der Obrigkeit, das ist ein Zitat, nicht seine These, wie demokratietauglich sind Religionen. Und jetzt, Herr Fugelmann, herzlichen Dank für Vortrag und Diskussion.